Boah, schon wieder. Ist hier eine Bosskampfreihe oder was? Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Magma Ritter! Sie wütet ja schrecklich! Da ist doch da kommt der Hexer! Er eilt! Okay. Ich kann dem keinen einzigen Schaden tun. Ich habe keinen Heilungstrinke mehr. Wer ist mit Igni? Wird das irgendwas? Das tut irgendwas bringen. Den einzuhauen bringt recht wenig. Scheint ein bisschen was zu bringen. Okay, wir haben ein bisschen Schaden gebracht. Hey, ist das fast tot? Hör mal auf. Die Wache ist fast tot. Von hinten kann man ihn erwischen. Aber ja. Mir ist auch nicht ganz klar, was ich gegen den tun kann. Starken Panzer. Scheinbar greift die Wache ihn irgendwie von hinten an. Ah, am Bauch kann ich ihn angreifen. Okay, die Wache ist tot. Kampert. Wir müssen irgendwie warten, bis er auf den Boden fällt. Vielleicht hilft dann das Artzeichen. Oha! Jetzt! Welch Wirbel! Wie kannst die Klinge beende? Voran, Meister! Mach dich zu wahr bei dein Ende! Fällt es hin oder was? Mal beobachten, was Ding hinfällt. Drauf. Nicht drauf. Meine Tränke bauen. Das Jahr haben wir diese BSC alle Kämpfer fürs 2 geschafft. Jetzt West Corner.
Hans ist echt zu hart. Genau so. Und drauf. Besiegt. First try. Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Ja. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere, kümmert euch um die Bestie. Obwohl, wir hätten es wahrscheinlich töten sollen. Jetzt muss es an weiteren Kämpfen teilnehmen und so weiter. Das ist, ja. Vergib mir, die beste Entscheidung. Ich bin nicht mehr so flink wie früher. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Guillaume? Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Geralt, wir müssen reden. Vivienne. Ihr redet später im Zelt. Geralt, großartig, atemberaubend. Ich habe... Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt. Nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden. Hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Das tat aber nicht. Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen.
Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt, doch. Um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. So übel. Was hat der denn angestellt? Da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Aha. Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Aha. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edle Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Ah ja. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Da müssten wir hin. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer,
von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon Dulac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon Dulac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Ah, ja. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Aha, okay. Vielleicht hat der Mörder das Monster irgendwas gegen... Also irgendwas gegen Ritter, die sich in Ruhestand begeben. Vielleicht hat er irgendwie... Vielleicht ist dem Monster die Ritterwürde viel wert und... Und die drei haben ja gemeinsam, dass die in Ruhestand gingen und sich irgendwie... Der eine wurde Händler, der andere wurde... Das... etwas angebaut und so weiter. Vielleicht hat er so ein bisschen... Vielleicht sind das so die Beweggründe. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte. Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Ja, vielleicht für das Biest, wie ich schon gesagt habe, den moralischen Verfall anbringen. Seit sie in ihrem Alter nicht würdevolle Ritter sind, sondern niedere Arbeiten nachgehen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Methon hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Aha. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Das kann es so einfach sein? Ob Methon de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Methon kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Dann sollten Damien, wir... Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? Den Methon mal beschützen. Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Ab zu ihm und rettet ihn, bevor noch was passiert. Gnädige Herren, wir müssen Methon finden. Sofort.
Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damia, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Der Arme ist tot. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Aha. Wie wir dieses Spiel kennen. Der arme Ritter wird sterben. Edle Helden! Was nun? Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin! Edle Helden! Gib ab, dass es nicht knittert! Vorwärts! Hey! Das ist Seide, pass doch auf! Gib mir das! Okay. Schneller, Geralt! Reite wie der Wind! Wo reiten wir hin? Folge der Herzogin in die Palastgärten. Mach den Weg frei, sage ich! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Und wie bricht man die Regeln? Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Oha. Goldener Fisch. Warum nicht? Das ist ein Mond oder ein Netz. Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Beides dürfte nicht so schnell sein. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Miltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Kriegen wir hin. Hol den goldenen Fisch aus dem Teich. Okay, machen wir das als erstes. Aber ja. Erster Tod im Spiel. Eigentlich im Spiel, aber im DLC.
schnell kann's gehen. Verdammter Fallschaden. Wir haben ja heute schon 3 Bosskämpfer in diesem Stream erledigt. First 2. Da springen wir von Zinn und so gut. Warte, gleich kommt noch ein Ertrunkener. So Kleinigkeiten bringen am schnellsten um. Tja. So, na dann. Gut, das verstehen. Was fließt in den Adern von Tosson? Ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Vielleicht ist das das Richtige? Für Bauern vielleicht. Toffee. Den goldenen Fisch. Der ist doch. Ne, der ist nicht golden. Na, das muss er doch sein. Schnell auftauchen. Oh, mir wird ganz schön. Wo ist der Fisch? Verdammt, wir hatten den schon. Haben wir ihn? Scheint so. Hey, warte. Halt, es ist wichtig. Müssen wir jemanden den goldenen Fisch abnehmen? König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau, der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Ein Schlüssel. Ein
Geralt macht kurz einen Prozess. Er hat das Spiel verdorben! Wie schimpflich. So. Sein Mund. Geralt, Alter. Geralt und Feingefühl. Einfach den Fisch aus der Art reißen und auftreten. Jo. Thank you.